Hagellöcher so gross wie 5 Lieber. Für die Organisatorin Judith Waser ist klar, nach dem schlimmen Unwetter am 1. August sind die Kürbis auf dem Feld zu Rudolfingen nicht mehr zu retten. Man hat über die Nacht schon gewusst, wo man wach war, um 2:30 Uhr, wo das Unwetter durchs Dorf durch ist, hat man sich vorstellen, wie es da unten aussieht, in diesen Feldern unten. Und wenn man am anderen Tag dann schaut, ist man natürlich schon, ja, es hat sehr, sehr weh getan. Rund 2'000 Kürbis hätten die Einwohner für den Anlass Anfang November ausgehöhlt und geschnitzt. Jetzt kann man, wenn es gut kommt, gerade noch 10% auf dem Feld brauchen. Auch wenn die einen Kürbis nur kleine Schäden haben, werden sie bis im Herbst verfaulen. Dass die traditionelle Kürbisbeleuchtung jetzt auf der Kippe steht, bedauert auch die Besitzerin vom Dorfladen. Es ist natürlich schade. Also es war eine Schreckensnacht für uns und ich will das nicht gerade wieder erleben. Es ist viel Schaden. Und das Kürbisfest ist eigentlich für uns im Laden ein wichtiger Teil des Umsatzes. Wir sind eigentlich da darauf angewiesen. Profitieren würde auch der Wirt vom Restaurant Trauben. Der Peter Gräub und seine Frau kochen seit gut 10 Jahren für Kürbisbeleuchtung. Die Stimmung ist natürlich sehr, sehr betrübt, weil das ist das Highlight von unserem Dorf, das Kürbisfest im November. Aber Rudolfingen lässt sich nicht unterbringen und ich denke, es gibt sicher eine Lösung, dass wir das Fest das ja gleich weiter durchführen können. Die Lösung sollte die Kürbisspende sein. Weil absagen will Judith Waser das Fest auf keinen Fall. Wir hoffen auf die Solidarität der umliegenden Gemeinden und Kantone sogar. Wir haben vor vielen Jahren schon mal ein ganz gutes Erlebnis gehabt, wo uns viele Kürbis gestohlen worden sind. Haben wir auch von allen Seiten haben wir Kürbis bekommen und wir konnten Kürbisbeleuchtung im gewohnten Rahmen durchführen. Im Notfall wird das Fest mit deutlich weniger Kürbis durchgeführt, aber mit zusätzlichen Fackeln und Feuerschalen, die Rudolfingen leuchten lassen.